Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, ich muss das Offensichtliche nicht wiederholen. Ein brutaler Angriffskrieg, der immer deutlicher ein Vernichtungskrieg ist, tobt. Angezettelt ist das Putin-Regime in Moskau. Er tobt durch die Ukraine und wir alle sind seit dem 24. Februar permanent damit befasst, uns auf Stand zu bringen. Und gleichzeitig nicht aus dem Auge zu verlieren, worum es eigentlich ging und geht. Um die Zerstörung von Geschichte und Kultur einer Nation, in dem Menschenleben zerstört werden und Häuser, Städte, Kultureinrichtungen bombardiert werden. Ein paar der Bilder sehen wir hier. Und es geht um die Zerstörung der Demokratie und von Freiheit überhaupt. Und um diese Themen geht es ehrlich gestanden schon länger. Es geht darum seit 2014, seit dieser Krieg begonnen hat, bevor er zu einem vollen Angriff wurde auf das ganze Land. Und deshalb ist es für uns so wichtig, Geschichte und Kultur der Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihnen gemeinsam hier bekannter zu machen, zu leben, zu zeigen. Und das war der Anlass, dieses Stück zu diese szenische Lesung zusammenzustellen und zu inszenieren, vorzubereiten. Das war im letzten Herbst, im Herbst 21. Und es ging um die Krim. Es ging um die Krim-Tataren, um die Aktivistinnen und Aktivisten auf der Krim. Und wenige wissen, weil es so abgeschottet ist seit 2014, dass es der Ort schwerster Menschenrechtsverletzungen ist, in dem Menschen verschleppt werden, an dem gemordet, gefoltert wird, wo Menschen mit interniert werden, verschleppt werden, über ihr Schicksal wenig bekannt ist, wo Prozesse irgendwo in Russland stattfinden, um es den Anwältinnen und Anwälten möglichst zu erschweren, daran teilzunehmen. Alles das ist heute wie ein perfides Vorspiel zu dem, was wir jetzt in der ganzen Ukraine und insbesondere im Osten und im Süden sehen. Trotzdem, dieses Stück oder gerade deswegen ist es so wichtig, diese szenische Lesung jetzt aufzuführen. Sie hat sich natürlich verändert. Sie hieß erst Crimea Sam von Natalia Vorosbud und Anastasia Kosody. Und wir sind sehr, sehr froh, dass sie nach Berlin kommen, denn in Kiew ist das mit dem Jugendtheater Dolmen, da oben steht es, schon aufgeführt worden und jetzt eben hier bei uns. Und deshalb danken wir allen, die das mit ermöglicht haben, allen voran dem Ukrainian Institute. Und ich freue mich sehr, dass Alim Aliyev, der stellvertretende Direktor des Institutes von Kiew, heute hierher gekommen ist, auch gleich sprechen wird. Herzlich willkommen, lieber Alim. Und ich danke dem Deutschen Theater Ulrich Kuhn für die Unterstützung, dem Dokumentartheater Berlin und der Europäischen Akademie zu Berlin, mit Unterstützung der ukrainischen Botschaft, dem Kiewer Jugendtheater, haben wir das ins Werk gesetzt und ganz viel dazu getan hat Ulla Niehaus, die auch durch den Abend führen wird und die Beteiligten auch noch mal vorstellen wird. Aber liebe Ulla, ich denke jetzt, wo Alim schon auf der Bühne steht, übergebe ich direkt an ihn. Alim, the floor is yours. Thank you. Guten Abend. Vielen Dank. Guten Abend, Salam Aleikum. Zunächst einmal möchte ich Sie grüßen in diesem Frühling, der für Kiew so wichtig ist, das unzerstörbare Kiew. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie heute zur Premiere von Ukraine 5 a.m. gekommen sind. Vor 6 Monaten haben wir unser Projekt in Kiew vorgestellt. Wir haben es damals noch Crimea 5 a.m. Krim 5 Uhr morgens genannt. Es gab da eben die Lesung, eine Informationskampagne über die Krim und wir haben eine Krim-Plattform geschaffen. Warum 5 Uhr morgens? 5 Uhr morgens ist eine Tageszeit, wo
auf der Krim unbekannte Kräfte in ihr Haus eindringen können, während alle noch schlafen. Dort kommen die Menschen. Sie können Väter, Söhne, Ehemänner einfach mitnehmen, ins Gefängnis werfen. Am 24. Februar um 5 Uhr morgens wurde unser ganzes Land angegriffen. Wir erwachten zu den Explosionen russischer Geschosse und Panzerangriffe. Und heute ist es so, dass alle Ukrainer sich geeint haben, um des Sieges willen. Einige von uns verteidigen unser Land in den Streitkräften. Einige von uns machen Freiwilligenarbeit. Einige von uns arbeiten in Kultureinrichtungen, auf der Ebene der Diplomatie, in Menschenrechtsorganisationen oder als Medienvertreter. Einige von uns waren gezwungen, mit ihren Kindern ins Ausland zu gehen, um ihr Leben zu sichern und zu schützen. Danken möchte ich der deutschen Gesellschaft dafür, dass sie uns die Türen geöffnet haben. Danke, dass die Türen hier offen sind für uns Ukrainer. Und einige von uns sind bereits zu Tode gekommen. Jeden Tag steht mein Land vor unbegreiflich schrecklichen Momenten. Nicht nur schrecklichen Ereignissen, die damals in der Geschichte stattgefunden haben. Wir haben diese Ereignisse heute und hier. Völkermord, der in Butscha stattgefunden hat. Eine kleine Stadt, ungefähr 20 Kilometer von meiner Wohnung weg. Es gab Zwangsdeportationen von Menschen aus Mariupol. Es gibt hunderte solcher Orte in der Ukraine und die russischen Bomben fallen wahllos, auch auf Theater, auf Schulen, auf Museen, auf Krankenhäuser, auf Kirchen und so weiter. Aber wir haben es auch mit Helden zu tun, die das Azov-Stahlwerk verteidigt haben. Sie sind Symbol geworden für unser gesamtes Land, das kämpft. Sie brauchen die Sicherheit, dass sie so schnell wie möglich in die Ukraine zurückkehren können. Im 20. Jahrhundert hätten wir uns nicht vorstellen können, dass in Europa ein solches Ereignis stattfinden würde. Heute ist dieser Krieg tatsächlich eine Auseinandersetzung zwischen Europa und Anti-Europa. Es ist ein Krieg, in dem es um die Werte geht. Und heute brauchen wir nicht bedauern. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen gemeinsame, entschlossene Aktionen. Vor 8 Jahren begann dieser Krieg. Er ging aus von meinem Mutterland auf der Krim. Und heute gibt es 130 politische Gefängnisse. Es gibt viele Zivilisten, Journalisten, die festgesetzt wurden. Sie sind unsere Helden. Vor 8 Monaten wurde mein Freund Erman Jelal ins Gefängnis geworfen von den Russen. Er ist Journalist, Vertreter der Majlis der tatarischen Bevölkerung der Krim. Und er ist die Stimme aller Bevölkerungsgruppen auf der Krim. Heute sitzen diese Menschen im Gefängnis. Und wir alle geben ihnen eine Stimme. Wir geben ihren Familien eine Stimme. Ich möchte Dank sagen. Danke an all die wunderbaren, talentierten Menschen, die mitgewirkt haben bei unserem Projekt. Danke an die Kuratoren, an die Autorinnen. Maya Schubert hat mitgemacht als Dramaturgin, Pavlo Arie. Und mein Dank geht auch an unsere wunderbaren Partner
die in der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Deutschen Theater, der ukrainischen Botschaft, dem Dokumentartheater der Europäischen Akademie Berlin und an Dolmen. Und schließlich und endlich möchte ich sagen, dass dieser Krieg seinen Ausgangspunkt auf der Krim genommen hat. Und ich hoffe, dass dieser Krieg damit enden wird, dass unsere Krim wieder frei und ukrainisch ist. Vielen Dank, Alim. Das ist gar keine Selbstverständlichkeit, dass Alim Aliyev heute hier ist. Und das war bis kurz vorher auch gar nicht klar. Und wir sind umso glücklicher, dass Sie heute hier bei uns sind. Und das passt perfekt. Das ist ein Kooperationsprojekt, das ist jetzt ja schon mehrfach erwähnt worden. Ich werde das nicht wieder aufzählen, aber vielleicht so viel, dass es eine echte Herausforderung war für unser Tagungsbüro und auch für unsere Technik. Und an dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank an Jeremy, an Stefan und an Falk und auch Antonia, an die Kollegin vom Tagungsbüro. Das war eine ziemliche Herausforderung, aber ich glaube, es lohnt sich. Wir haben was ganz Besonderes und wir machen keine Pause. Und ich werde deswegen vorab ein bisschen durch den Abend führen, damit Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Es fängt an mit dem ersten Teil der Lesung. Da geht es eben um die Krim. Das war die Ursprungsidee, wo Alim sozusagen im Herbst schon über die ukrainische Botschaft auf uns zugekommen ist. Und bis zum 23. Februar hatten wir auch im Kopf, dass wir genau dieses Stück machen mit einem anderen Konzept. Ab dem 24. war dann alles anders. Da war erstmal Schock, Sprachlosigkeit, Fassungslosigkeit. Aber dann haben wir uns gesammelt und haben gesagt, so, wir machen das, aber wir können nicht nur Krim machen, sondern Ukraine. Und wir haben heute Abend wirklich was ganz Besonderes. Wir haben nämlich auch KünstlerInnen aus der Ukraine bei uns, die auch noch gar nicht so lange in Berlin sind. Da wird unsere fantastische künstlerische Leiterin Marina Schubert noch ein paar Worte zu sagen. Es fängt an mit dem ersten Teil der Lesung und wir werden musikalische Begleitung haben, Piano und Geige und auch einen Gesang. Und wir haben Sophia Melnik, die anderen Namen, die muss ich ablesen, sorry, das kommt noch. Sophia Melnik ist eine Animationskünstlerin, die Teile der ersten Lesung visualisieren wird. Wir werden also auf der Leinwand quasi Live-Grafik sehen. Und das wird der erste Teil sein. Und im zweiten Teil, den wird Marina Schubert dann überleiten. Da werden Auszüge aus dem Kriegstagebuch von Pavlo Arrier gelesen, der leider heute vielleicht etwas später dazu kommt. Es war eigentlich geplant, dass er direkt dabei ist. Es hat leider nicht geklappt. Aber wir haben auf jeden Fall, wie das so ist mit Theater, spontan umgeplant. Und in diesem zweiten Teil sollte es eigentlich eine Fotoserie geben. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir nur ein Bild zeigen werden, weil diese Serie hätte eigentlich eingetaktet werden müssen und das kriegen wir nicht hin synchron. Genau, und danach ist es aber noch nicht vorbei. Dann gibt es sozusagen ein Gespräch, ein Panelgespräch, wo Alim Aliyev dabei ist, Miriam Kosmel ist dabei, mein Kollege Johannes Vosswinkel, Büroleiter in Kiew, im Moment in Berlin, wird das moderieren. Und wir haben eine Online-Zuschaltung von Tetjana Puchonczyk, die ist im Menschenrechtszentrum in Kiew. Die konnte leider nicht kommen, ist aber online dabei. Und danach, wir werden auch, ich weiß nicht, ob schon jemand gesehen hat, wir haben auf unserer Schäfchentreppe an der Wand, werden wir eine Postkartenserie zeigen. Das ist auch ein Projekt vom Ukrainian Institute. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe, das Pendant zum Goethe-Institut eigentlich. Also mit Sitz in Kiew und genau wie Goethe-Institut ist auch das Auswärtige Amt dafür zuständig. Die haben das Projekt auch unterstützt. Da werden wir diese Serie zeigen. Das sind berühmte Plätze, Orte, Gebäude, vorher, nachher. Also vor der Bombardierung und nach der Zerstörung. Das ist ein Teil. Dann werden wir unten einen Empfang haben, also die Treppe runter und dann rechts. Da werden wir einen Konzertmitschnitt von einem Benefizkonzert der Europäischen Akademie Berlin zeigen. Das lief im März und da waren auch schon eigentlich fast identisch die MusikerInnen und SängerInnen dabei und das werden wir im Hintergrund laufen lassen, sodass wir auch an dieser wunderbaren Musik noch ein bisschen weiter teilhaben können. Und ja, und jetzt genug der langen Rede, Bühne frei. Thank you.
Evisa Gilial. Früh um 7 Uhr kamen sie zu uns. Alle mit Masken über den Kopf. Dieses barbarische Eindringen in die eigene Wohnung ist wirklich unmenschlich. Das wird einen immer aus der Bahn werfen. Konnten Sie etwas zueinander sagen, als Nariman abgeführt wurde? Wir haben das nicht mal richtig verstanden. Ich habe mich nicht mal von ihm verabschiedet. Als er ging, hat irgendein Mann gesagt, kommen Sie, wir unterhalten uns und lassen Sie gehen. Dauert nicht lange. Und Nariman hat mich so angeguckt. Hast du gehört? Dauert nicht lange. Er hat sich angezogen und ist gegangen. Und das war's. Das war alles, was wir gesagt haben. Da wurde er schon auf den Hof geführt. Ich bin mit dem Kind auf dem Arm in der Küche geblieben, habe aus dem Fenster gesehen, wie sie ihn vom Hof führen. Heute ist Sonntag. Ich bin in einer Zelle des Sondergefängnisses von Simferopol auf der Krim. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie ich mich in so einer Situation verhalten werde. Einzelzelle. Sie erinnert mich an mein letztes Zimmer im Wohnheim der Universität. Mal sehen, wie es weitergeht. Andere haben das durchgemacht und ich werde es ertragen. Als er in dem Auto saß, war die Scheibe ein bisschen runtergelassen. Wir haben das Lied Dünya Davarsin, Ey Güzel Kerim, Es gibt dich, wunderschöne Krim, gesungen. Ob er das gehört hat oder nicht? Das ist Vetschie Kaschka. Als 10-Jährige wurde sie auf Stalins Befehl von der Krim nach Usbekistan deportiert. Das geschah im Jahr 1944 mit allen Krim-Tataren. In dem Jahr, als Vetschie Kaschka auf die Krim zurückkehrte, landeten die Menschen zum ersten Mal auf dem Mond. Sie lebte auf der Krim, als die Sowjetunion zerfiel und andere Krim-Tataren auf die Halbinsel zurückkehrten. Sie lebte auf der Krim, als die Sowjetunion zerfiel, als die Halbinsel 2014 von russischen Truppen besetzt wurde. Vetschie starb auf der Krim, nachdem sie 2017 von russischen Sicherheitskräften in Simferopol festgenommen worden war. Ihr Herz blieb stehen. Das ist Reshet Ametov. Er wurde in Simferopol geboren und begeisterte sich für Mahatma Gandhis Philosophie des friedlichen, gewaltfreien Protestes. Reshet war 29 Jahre alt, als er am 28. Februar 2014 auf Facebook schrieb: Am Montag gehe ich wohl zum Ministerrat. Stehprotest. Wer macht mit?
Am 3. März 2014 verließ er das Haus, ohne seiner Familie etwas zu sagen. Mittags rief ihn seine Frau auf dem Mobiltelefon an. Er war nicht erreichbar. 12 Tage später wurde Reshet Ametov tot aufgefunden. Sein Kopf war mit Klebeband umwickelt, die Augen ausgestochen. Neben ihm lagen Handschellen. Als Todesursache wurde eine Stichwunde im Auge angegeben. Seyran Saliyev wurde 1985 in der Stadt Abinsk in der Region Krasnodar geboren. Als 7-Jähriger kehrte er mit seiner Familie zurück auf die Krim. 2003 begann er in Simferopol ein Studium als PC-Systemoperator. Er hat türkische und krim-tatarische Sprache studiert. 2014 okkupierte Russland die Halbinsel Krim. Seyran besuchte als Bürgerjournalist Gerichtsverhandlungen zu fingierten Fällen und Orte von Durchsuchungen. Am 26. Januar 2017 fand bei ihm die erste Durchsuchung statt. Er und sein Anwalt wurden verhaftet. Am 16. September 2020 verurteilte das Militärgericht der Region Süd in Rostov am Don Seyran Saliyev zu einer 16-jährigen Freiheitsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat Berufung eingelegt. Derzeit ist er im Untersuchungsgefängnis 3 der Stadt Nowotscherkassk im Gebiet Rostov in Russland inhaftiert. Brautleute. Mumin Saljeva. Er hatte zu mir gesagt, meine Frau muss schön singen können. Er hat schon als Kind Theater gespielt und immer gern gesungen und getanzt. Ich habe damals zu ihm gesagt, also ich kann dir erst nach der Hochzeit was vorsingen. Seyran Saliyev, also das ist doch irgendwie nicht fair. Du kannst doch gar nicht singen. Bei den Krim-Tataren gibt es 3 Subethnien. Das sind die Nolja im Norden der Krim, sie lebten dort. Dann die Tatlar im Gebirgsvorland im zentralen Teil der Halbinsel. Und die Jalibolja, die Krim-Tataren, die am Meer leben. Aus diesen Subethnien bildete sich also die krim-tatarische Nation und das Gefühl einer gemeinsamen Identität. Alle bezeichnen sich als Krim-Tataren. Khalid Bekirova. Ich habe ein Studium an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Taurischen Nationaluniversität begonnen. Und ich bin ins Studentenwohnheim gezogen. Hier in Simferopol im 3. Stock. Und im 4. hat Remzi gewohnt. Er war schon damals sehr aktiv und gesellig. Er hat die Studenten aus dem Wohnheim sehr gern auf Exkursionen mitgenommen. Und irgendwann bin ich dann auch mal mitgegangen. Und so haben wir uns kennengelernt. Bei uns war damals die Dusche im Keller und das ganze Wohnheim ist zum Duschen runtergegangen. Da hat er auf dem Treppenabsatz jemanden so schön krim-tatarisch sprechen gehört. Und da habe ich mich umgedreht, um zu gucken, wer so wunderbar die krim-tatarische Sprache spricht. Und habe so ein Mädchen gesehen. Das warst du. Lilie Suleimanova. Das Erste, was er gesagt hat, als wir uns kennengelernt haben, war: heirate mich. Ich sage so, also dieser Satz kommt doch eigentlich am Ende. Später hat er mir das dann gestanden, hat gesagt, ich hatte mich so sehr darauf vorbereitet, dass ich dann alles vergessen habe. Herr Sanova, ich war noch in der Schule und er ist als Lehrer in unsere Schule gekommen. Suleiman. Er hat krim-tatarische Sprache und Literatur unterrichtet. Ich war ein sehr zurückhaltendes, ein sehr ernstes Mädchen und ich habe mich um so einen gar nicht gekümmert. Und später hat er dann gesagt: Du bist mir gleich aufgefallen, in der Menge, weil du am zurückhaltendsten warst. Später haben wir uns dann ein bisschen unterhalten und dann hat er mir sehr überrascht, als er mir auf dem Abschlussabend einen riesigen Rosenstrauß überreicht und so zu verstehen gegeben hat, dass ich ihm gefalle und er sein Leben mit mir verbringen möchte. Und ein Jahr später habe ich dann die Schule beendet, angefangen zu studieren und dann haben wir geheiratet.
Timur Ibrahimovic wurde 1985 in Usbekistan geboren. Als Sechsjähriger kehrte er zusammen mit seiner Familie zurück auf die Krim. Er studierte an der Fakultät für fremdsprachige Philologie. Von 2007 an reparierte und verkaufte er Computer- und Telefontechnik. 2008 heiratete Timur Diliara. Das Paar hat 4 Kinder. 2014 wurde Timur Bürgerjournalist. Dank seiner Aufnahmen konnte das ukrainische Fernsehen zeigen, was nach der Okkupation durch Russland auf der Krim passierte. 2017 drangen russische Sicherheitskräfte in Timur Ibrahimovs Haus ein. Nach der Durchsuchung seines Hauses wurde er verhaftet. 2020 verurteilte das Militärgericht der Region Süd in Rostov am Don Timur Ibrahimov zu einer 17-jährigen Freiheitsstrafe. Diliara Ibrahimova. Er hat Eis mitgebracht, das Allerteuerste. Er hat es in den Gefrierschrank gepackt und dann gesagt: Irgendwie mag ich gerade nicht. Essen Sie das doch. Und dann hat er mich gebeten, dass er gern mit mir reden würde. Das ist jetzt eine ernste Sache. Ich habe beschlossen, zu heiraten. Was will er denn jetzt von mir hören, dachte ich. Also, ich habe beschlossen zu heiraten und wollte dich fragen, ob du mich heiraten willst. Nikah kommt aus dem Arabischen und bedeutet Eheschließung. Damit die Eheschließung gültig ist, muss eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Der Mann muss volljährig und Moslem sein und darf nicht zur Kategorie der Mahram, der nahen Verwandten, gehören. Wir hatten am 3. September geheiratet und später wollten wir seine Schwester besuchen fahren. Ich ziehe mich also an, mache mich hübsch und er guckt mich so an und sagt dann: Wieso hast du dir die Lippen angemalt? Geh das mal abwischen. Aber ich hatte ja meinen eigenen Kopf, war jung und gewohnt zu machen, was ich will. Meine Eltern haben mich nie irgendwie eingeschränkt. Ich sage nein. Du musst auf deinen Mann hören. Und ich sage, du musst deine Frau fair behandeln. Und schon war die Konfrontation da. Dann fahren wir eben nirgendwo hin. Ist dir klar, dass ich mich jetzt extra darauf vorbereitet habe? Und jetzt sowas? Wir fahren nirgendwo hin, genau. Wir fahren nicht. Na, dann fahren wir eben nicht. Unsere Hochzeit war in einem Gewächshaus am 8. November 2014. Es war warm, alle hatten nur leichte Kleider an und alles war geschmückt. Er hat beim Tanzen das Tuch aufgehoben. Die Krim-Tataren haben so einen Tanz, Yavluk Avasi, mit einem Tuch. Der Tänzer muss beim Tanzen ein Tuch aufheben, das die Frau dort hingelegt hat. Und dabei darf er den Boden nicht mit den Händen berühren, sondern muss das Tuch mit den Lippen aufheben. Rustem Sheikaliev wurde 1979 in Samarkand, Usbekistan, geboren. Als 14-Jähriger kehrte er mit seiner Familie zurück auf die Krim. Nach der Schule begann er eine Ausbildung als Schweißer. 1998 wurde er Unternehmer. 2000 heiratete Rustem Surya. Das Paar hat 3 Kinder. Seit 2014 besuchte er Gerichtsverhandlungen.
half Familien von politischen Gefangenen, organisierte Sendungen für widerrechtlich inhaftierte Krim-Tataren. 2015 wurde er Bürgerjournalist, fotografierte und filmte mit seinem Mobiltelefon, informierte über die Repression der Moslems auf der Krim. 2019 fand im Haus von Rustem Sheikaliev eine Durchsuchung statt. Er wurde verhaftet. Rustem drohen bis zu 20 Jahre Freiheitsentzug. Suria Sheikhaliyeva. Er hat mir nicht das Blaue vom Himmel versprochen. Gar nichts hatte er mir versprochen. Kirova. Von dort, aus dem Untersuchungsgefängnis, hat er mir zu unserem 11. Hochzeitstag, dem Nikah, einen Strauß Rosen geschickt und diesen Teddybär. Und hat so gesagt, also der heißt Ayuf. Ayuf ist Bär auf Krim-Tatarisch. Er ist selber wie so ein Teddybär. Er hat mir also diesen Teddybär geschickt und gesagt, der soll euch so lange Gesellschaft leisten, wie ich weg bin. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Ruslan Sulaimanov wurde 1983 in Usbekistan geboren. 1993 zog er auf die Krim. Im Jahr 2000 beendete er die Schule mit einer Goldmedaille. Er studierte an der Fakultät für Physik des Magnetismus der Taurischen Nationaluniversität. Nach dem Studium arbeitete er als Programmierer. Verheiratet mit Elsara, Vater von 3 Kindern. Ruslan Sulaimanov ist Bürgerjournalist, Aktivist der Krim-Solidarität. 2017 wurde er in der Nähe von Mustafajews Haus verhaftet. 2017 veranstaltete Ruslan eine Ein-Mann-Kundgebung zur Unterstützung der Krim-Tataren. Er wurde zu einer Geldstrafe von 10.000 Rubeln verurteilt. Im März 2019 hielten russische Grenzsoldaten ihn am Kontrollpunkt Kalantschak fest und beschädigten seinen Pass. Am nächsten Tag wurde der Aktivist festgenommen. Ruslan Sulaimanov drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ein Zuhause. Wir sind 2016 hier eingezogen. Da waren nur diese 3 Zimmer fertig. Die Küche, das Wohnzimmer und das Bad. Das war alles. Mehr hatten wir nicht. 3 Kinder. Als er die Türen eingebaut hatte, das war ja alles von seinem hart verdienten Geld gekauft. Und wenn die Kinder dann mit den Türen geknallt haben, da hat er sich sogar ein bisschen aufgeregt. Ha, gesagt. Ha, vorsichtig. Seid doch vorsichtig. Wir sind 2016 hier eingezogen. Jetzt ist 2020. Da hat er also 3 Jahre hier gelebt. Es sind ja jetzt schon 1,5 Jahre, seit er weg ist. 3 Jahre. Ich konnte nicht mal mein Zuhause genießen. Nicht mal das Glück hatte ich. Die Verhaftungen. Alle schlafen. Die Uhr zeigt 5 Uhr morgens. Plötzlich wird gegen alle Türen gehämmert. Alarmanlagen gehen an. Remzi Bekirov wurde 1985 in Bekabat, Usbekistan geboren. Als 7-Jähriger kehrte er mit seinen Eltern auf die Krim zurück. 2002 begann er ein Studium an der Fakultät der Geschichte der Taurischen Nationaluniversität. Er arbeitete nie in seinem Beruf. Das Lehrergehalt war extrem niedrig und nach der Okkupation der Krim durch Russland war es zudem unmöglich, die alte Geschichte zu unterrichten. Stattdessen arbeitete er auf dem Bau. 2011 heiratete er Khalid. Das Paar hat 3 Kinder. 2015 wurde Remzi Bürgerjournalist. Er filmte alle aufsehenerregenden Fälle der Durchsuchungen und Verhaftungen auf der Halbinsel. 2019 wurde Remzi Bekirov von russischen Sicherheitskräften verhaftet. Ihm drohen 15 bis 20 Jahre oder lebenslänglicher Freiheitsentzug. Es ging damit los,
dass ich hochschreckte, als eine Autoalarmanlage plötzlich ansprang. Unser Auto. Ich habe aus dem Fenster geguckt, niemand da. Bin ins Bad gegangen und als ich ins Zimmer zurückkam, sah ich grelle Scheinwerfer, die direkt ins Fenster leuchteten. Und durch diese Scheinwerfer, da auf den Gardinen, Schatten von vielen Männern, die hin und her laufen. Und diese Schatten laufen und laufen und laufen und ich habe solche Angst bekommen. Ich habe damals schon im Kleid geschlafen, weil wir schon seit 2 Jahren darauf eingestellt waren. Denn das wäre das Schlimmste überhaupt, wenn sie einbrechen, zum Beispiel durch das Fenster, die Scheibe einschlagen und einen dort ohne Kleidung sehen. Wir haben gehört, dass sie auch zu uns hochkommen. Und wenn sie dann kommen, eine große Anzahl von Leuten, so um die 15, das hört man natürlich. Und Timur hat gesagt, kommen Sie auch. Und an dem Morgen haben sie gegen die Tür geklopft, als er schon im Flur war und sich sein T-Shirt übergezogen hat. Sage ich zu ihm, mach schnell auf, damit sie nicht aufbrechen. Und in dem Moment sagen sie schon, wir brechen gleich die Tür auf. 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 Wir brechen gleich, wir brechen gleich die Tür auf. Wir hatten eine weiße Plastiktür, eine ganz gewöhnliche. Und die haben sie mit dem Brecheisen aufgebrochen. Ich konnte nicht mal den Kopf heben, da waren sie schon im ersten Stock und schrien meinen Mann an. Hinlegen, Hände auf den Rücken. Und von diesem schrecklichen Gebrüll sind die Kinder aufgewacht, kamen rausgelaufen und haben das gesehen. Ihr Vater liegt auf dem Boden mit Handschellen. Elzara Suleimanova. Erstens durften wir natürlich niemanden informieren. Uns wurden alle Telefone weggenommen. Sie folgten ihren Anweisungen. Sie laufen jetzt nicht rum, schreien nicht, verhalten sich ruhig. Und sie hatten schon, ohne sich die Schuhe auszuziehen, angefangen, alles umzudrehen, zu durchsuchen, auseinanderzunehmen. Als meine Mutter umfiel, da habe ich ihre Gleichgültigkeit gesehen. Als sie sehen, die Frau ist umgefallen und einer kommt und sagt so, ach, die spielen doch bloß Theater. Wir sollten dann aus unserer Haushälfte zu den Eltern rübergehen. Dann wurde Ruslan dorthin gebracht. Ich habe sogar gesagt, ich will Zeugin sein, vielleicht schieben sie ihm was unter. Und genau das haben sie dann getan. Dort haben sie die Bücher gefunden, unter der Gasflasche hervorgezogen. Wir haben dann gesagt, hier wohnen eigentlich unsere Eltern. Sie sagen, jetzt haben wir dich, Ruslan. Haben die Bücher rausgeholt. Server Mustavjev wurde 1986 in Usbekistan geboren. Kurz darauf kehrte die Familie auf die Krim zurück, in die Stadt Bachtscharissai. 2002 beendete Server die Schule und begann ein Studium am Technikum für Bauwesen der Nationalen Agraruniversität Bachtscharissai. 2006 beendete er das Studium als Spezialist für Gasversorgung mit Auszeichnung. Er studierte an der Nationalen Universität Kiew und machte seinen Magisterabschluss. Zunächst arbeitete er als Verkäufer, dann als Manager in Mobilfunkgeschäften. 2009 heiratete Server Maye. Das Paar hat 4 Kinder. 2014 war er einer der Mitbegründer der Organisation Krim-Solidarität. Er war einer der Koordinatoren. Die Organisation unterstützt Familien von politischen Gefangenen der Krim sowie entführten und verschwundenen Moslems juristisch, finanziell und beratend. Server war auch Bürgerjournalist. Im Mai 2018 begann frühmorgens eine 3-stündige Durchsuchung in Server Mustavjevs Haus. Es wurden einige Dokumente und elektronische Geräte konfisziert. Während der Durchsuchung durfte Server keinen Juristen kontaktieren. Im Anschluss wurde er verhaftet. Das Militärgericht der Region Süd in Rostov am Don verurteilte Mustavjev zu einer 14-jährigen Freiheitsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Berufung wurde immer noch nicht geprüft. Закройте занавески. Закройте занавески.
Machen Sie die Vorhänge zu. Die Kinder sind von dem Geschrei dieser Typen aufgewacht, als sie rumgeschrien und geflucht haben. Die Jungen haben das ruhig ertragen, weil ich sie bestimmt schon ein Jahr lang darauf vorbereitet hatte. Ich habe gesagt, wenn irgendwann morgens mal plötzlich maskierte Männer mit Gewehren bei uns einbrechen, dann braucht ihr überhaupt keine Angst vor denen zu haben, weil die nämlich die Feiglinge sind. Feige Hunde, habe ich sie genannt, die sogar Angst haben, um uns ihr Gesicht zu zeigen, die bei unbewaffneten Familien mit Gewehren eindringen. Deshalb sind die Jungs so ruhig geblieben. Sie hatten das erwartet. Nur unsere jüngste Tochter, sie war da 5 oder sogar noch 4, hat natürlich Angst bekommen. Sie war ja noch ganz verschlafen, hatte gerade die Augen aufgemacht. Männer mit Gewehren in Militärstiefeln. Das war im Frühling. Dann haben sie angefangen, das ganze Kinderspielzeug auszukippen. Und ich sage so, was soll denn in dem Spielzeug sein? Na, vielleicht haben sie ja da was versteckt, worauf nicht mal wir gekommen wären. Sakreutje, Sanaveski, machen Sie die Vorhänge zu! Ich habe zu ihm gesagt, treibt dort Sport. Ich hatte nämlich schon über das Untersuchungsgefängnis gelesen, wusste schon was über das Leben dort im Gefängnis, wie man da überlebt. Seine Mutter bat, lassen Sie mich wenigstens von meinem Sohn verabschieden. Ja, ja, Sie können sich noch verabschieden. Und dann, als die Durchsuchung zu Ende war, wohin Sie Ruslan mitgenommen hatten, dann sagte einer der Mitarbeiter zu mir, Sie haben ihn wohl schon weggebracht. Urteile und Gefängnis. Suleyman Asanov wurde 1977 in Usbekistan geboren. 1980 zog er mit seinen Eltern auf die Krim. Er schloss ein Philologiestudium ab als Lehrer für türkische und krimtatarische Sprache und Literatur. 1999 bis 2003 arbeitete er als Lehrer für krimtatarische Sprache und Literatur. 2002 wurde er Lehrer des Jahres. Er heiratete Ayşe. Das Paar hat 4 Kinder. Nach der Okkupation der Krim half er aktiv den Familien von politisch motivierten Fällen. Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte er Videos von Durchsuchungen. 2017 fand im Haus von Suleyman Asanov eine Durchsuchung statt. Er wurde verhaftet. Am 16. September 2020 wurde Asanov zu 19 Jahren Straflager mit verschärftem Vollzug verurteilt. Ayşe Asanova, ich habe nicht eine einzige Verhandlung verpasst. Deshalb, als der Richter das Urteil verlas, da war mir klar, dass ich ihn, ja, dass der Richter zwischen mir und meinem Mann eine Mauer baut für 19 Jahre. Wenn ich ihn im Untersuchungsgefängnis frage, wie beschäftigst du dich? Wie verbringst du die Zeit? Ich gehe spazieren. Einmal am Tag kommen wir raus. Was ist denn da, wo du spazieren gehst? Nichts. Hohe Mauern und einfach ein großes Gelände. Und siehst du den Himmel? Den Himmel? Ein Stückchen karierten Himmel sehe ich. Sakreutje, Sanaveski, machen Sie die Vorhänge zu! In dieser ganzen Zeit, in den 3 Jahren, konnten wir uns vielleicht 6 oder 7 Mal sehen. Sie haben dort ein richtiges Informationsdefizit. Was gibt es für Neuigkeiten? Erzähl mir alle Neuigkeiten, alle Nachrichten. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland.
Verhandlungen überhaupt, was in der Welt los ist. Die Lage auf der Krim mit dem Wasser. Stark ausgetrocknet. Schließen Sie die Vorhänge! Seit anderthalb Jahren schreiben wir Besuchsanträge, haben aber schon einen ganzen Stapel Ablehnungen bekommen. Wir haben ein Recht auf 2 Treffen im Monat. Alire Arif Memietova. Also später habe ich dann erfahren, dass sie brutal verhaftet wurden, dass Osman auf den Kopf geschlagen wurde. Er ist ohnmächtig geworden. Sie haben ihn dann mit Salmiak wieder zu Bewusstsein gebracht und einer hat zu dem anderen gesagt, was soll das? Du bringst ihn noch um. Und der hat gesagt, ist doch auch schon egal. Ihm blühen sowieso mindestens 20 Jahre. Aktivisten. Maya Mustafayeva. Er hat angefangen, sich für Menschenrechte einzusetzen. Er hat immer gesagt, früher oder später kann es passieren, dass sie mich verhaften. Vor allem, als schon 2014 war, als das mit den Durchsuchungen und Verhaftungen angefangen hat, da war das schon klar. Früher oder später kommen alle Aktivisten hinter Gitter. Er hatte trotzdem keine Angst, hat gesagt, was geschehen soll, wird geschehen. Davor kann man nicht weglaufen. Wenn es geschehen soll, wird es geschehen. Vielleicht gehen wir auch besser weg. Vielleicht kommen sie auch zu uns. Nicht doch. Wo sollen wir denn hin?
Und wir sind nicht hierher zurückgekehrt, um jetzt einfach so wieder zu gehen. Xerva, die Realität ist doch die, dass sie dich jederzeit verhaften können. Vielleicht sollten wir weggehen. Die Krim ist unsere Heimat, wo wir gelebt haben und leben werden. Niemand wird uns von hier vertreiben. Das ist doch unsers. Warum sollen wir weggehen? Ich helfe anderen Menschen. Was mache ich denn so Schlimmes, dass ich weggehen muss? Und da war mir klar, dass wir darüber gar nichts zu reden brauchen. Rückkehr. Also, ich lebe immer nur am heutigen Tag. Und es ist, wie es ist. Man durchdenkt alle möglichen Varianten. Und die Kinder sind schon groß geworden. Gewöhnlich, wenn er anfängt zu fragen: Was glaubst du denn? Wann lassen sie uns endlich frei? Ich erwarte dich schon jeden Tag zum Kaffee. Meine Träume sind vielleicht wahr geworden. Als kleines Mädchen und auch danach noch hatte ich immer diese Vorstellung, dass ich heiraten muss. Ich wollte gern heiraten und meinen Prinzen auf dem weißen Pferd finden. Na, und irgendwie habe ich auch den Mann gefunden, den ich gesucht habe. Ich wollte meinen Partner fürs Leben finden, einen nahen Menschen, einen Freund. Und Ruslan hat meine Hoffnungen erfüllt. Vielleicht war das mein Traum gewesen. Wenn er rauskommt, das Erste, oh je, ich weiß gar nicht, was ich als Erstes machen würde. Vielleicht, dass wir uns mit der ganzen Familie umarmen, mit den Kindern. Venera Mustafayeva, oh je, ich auch. Ich werde vielleicht schreien, damit alle hören, dass Server wieder da ist. Wir hoffen natürlich, auf unserer Krim zu leben, unseren krim-tatarischen Kaffee zu trinken und unsere Traditionen zu pflegen. Das möchten wir natürlich gern. Als wir auf die Krim gezogen sind, da haben wir sie nicht einmal ganz bereist, haben diese ganze Schönheit noch gar nicht gesehen und sich an jedem einzelnen Tag erfreuen. Das möchten wir. Lemara Memedeminova. Und ich wünsche mir so sehr, dass alle unsere Männer zurückkommen. Was mich interessiert, als er in dem Auto saß, war die Scheibe ein bisschen runtergelassen. Wir haben das Lied Dünya Davarsin El Gütsil Kirim, es gibt dich, wunderschöne Krim, gesungen. Ob er das gehört hat oder nicht. Ich habe zu ihm gesagt: Hörst du? Sie singen. Er hat gesagt: Ich höre das. Aber auf der anderen Seite, wo ihr gesungen habt, war zu, glaube ich. Nur ein bisschen, so ein Spalt war da, wo ich ihn gesehen habe. Nur seine Hand. Und manchmal noch den Kopf, die Augen. Ich hatte ihm da gerade selbst gekochtes Essen gebracht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und er saß da, hat bis zuletzt gelächelt, gewinkt, gesagt, dass alles gut ist, dass er alle hört, dass er allen ganz viele Grüße schickt
Ja. Das hat er noch im Gericht gesagt. Seine einzige Nachricht an alle ist: Unterstützt euch gegenseitig und seid füreinander da. So, jetzt möchte ich aber alle noch mal einmal namentlich vorstellen. Am Piano hatten wir Diana Januszkiewicz.
An der Geige Oleg Janukiewicz. Gesang Tetjana Nadolinska. Irina Laser. Katharina Göbel. Und jetzt kann ich nicht mehr in der Reihenfolge bleiben, aber das kriegen wir auch so hin. Peter René Lüdecke. Linda Pöppel. Martin Kleefeld. Sarah Maria Sander. Birgit Unterweger. Kot Bong Yang. Regina Zimmermann. Und Kati Thiemer. Sophia Melnick. Und last, aber ganz sicher nicht not least, Marina Schubert. Ich gehe jetzt mal nach oben, obwohl meine Knie zittern und mein Herz zittert auch. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, liebe fantastische Künstler. Ich bin überwältigt. Ich bin die Regisseurin des Dokumentartheater Berlins, eines nicht subventionierten Theaters. 20 Jahre sind wir alt und machen Themen Theater gegen das Vergessen. Themen wie Tschernobyl, Holodomor, Babi Yar und jetzt Krim. Um 5 Uhr morgens im Februar, am 24., als Russland die erste Bombe warf, betraf das auch uns hier in Europa. Auch unser Theater steht jetzt als Symbol da. Mein Theater ist zerschlagen, denn meine Hälfte meiner Truppe befindet sich in der Ukraine. Trotzdem können wir nicht das zulassen, dass das, was Russland tun möchte, nämlich die Vernichtung der Ukraine, der ukrainischen Kultur, dürfen wir nicht zulassen. Also hat unser Theater sich entschieden, sofort einen Spendenaufruf zu machen und Künstler zu retten. Wir haben es geschafft, diese wunderbaren Menschen zu holen. Einige sind jetzt nicht dabei, die sind Schauspieler, die singen nicht, aber es sind Menschen, die sich versteckt haben, nah bei Bucha. In letzter Sekunde haben wir sie rausgeholt. Eine der Sängerinnen war nah bei Irpin und in Irpin eine andere Gostomel. Ich glaube, das ist allen bekannt, was diese Ortschaften sind. Es ist daher mir eine große Freude zu sehen, wie viel Solidarität wir bekommen haben. Und ich bitte alle, die hier sind, bitte helfen Sie uns. Bitte helfen Sie uns, weitere Künstler zu holen. Es ist nämlich wichtig, damit wir diese Kultur retten. Eigentlich... Eigentlich war am 24. Februar mein Beruf beendet, denn ich wusste nicht mehr, was ich Regisseurin inszenieren soll. Und das Einzige, was mir wichtig erschien, war tatsächlich dieses Projekt Krim 5, wofür ich unglaublich dankbar bin. Der Ukraine, der Krim, allen, die daran beteiligt waren. Das muss gehört werden. Und nicht nur hier und nicht nur heute. Und darüber sprechen auch viele Menschen schon seit Jahren. Einige sitzen hier in diesen Reihen, wofür ich mich sehr bedanke. Eine Malerin fragte mich, Marina, was soll ich noch malen? Ich sehe keine Farben. Eine Sängerin sagte zu mir, Marina, was soll ich noch singen? Ich kann nicht mehr singen. Und andere sagten, kann nicht mehr Regie machen, ich kann nichts mehr tun. Ich sage, schreibt. Schreibt eure Tagebücher. Und versucht zu malen, auch in Schwarz-Weiß, egal wie.
Und jetzt sind eigentlich, ich glaube, zwei Menschen, einer nicht da, das ist Paulo Arier, der es auch geschafft hat, in Sicherheit sich zu bringen. Er ist noch auf dem Weg hierher, aber hat zwei wunderbaren Menschen übergeben, dass sie es ohne ihn auch machen. Das ist Martin Kleefert und und Schula. Ich bitte euch, bitte Frau Schula, auf die Bühne. Und danke, dass ihr ihn jetzt vertritt. Und danke an alle, dass sie hier sind und das alles unterstützen. Franka Schuller und Martin Kleefert, vielen Dank. Tagebuch des Überlebens. Ein Zivilist aus Kiew in Zeiten des Krieges. Dritter Tag, 26. Februar 2022. Um 6 Uhr morgens komme ich zurück nach Hause, erschöpft wie noch nie. Der ganze Körper tut mir weh von den unbequemen Haltungen und dem harten Boden im Schutzraum. Mein Kopf platzt. Mein Blutdruck ist zu hoch. Ich nehme die letzte Tablette. Scheiße, was soll ich noch machen? Ich telefoniere mit Mama. Alle sind am Leben, aber sehr erschöpft. Ich habe nur noch einen Gedanken. Ich will schlafen. Schon lange habe ich nicht mehr geschlafen. Ich schalte die Nachrichten ein, die sind einerseits gut. Wir halten Stand. Die Russen haben hohe Verluste. Aber andererseits, von belarussischem Territorium werden Raketen auf uns abgefeuert. Von belarussischem Territorium aus dringen Panzer durch die Tschernobyl-Zone in Richtung Kiew vor. Aus Belarus. Wie kann das sein? Eine Eilmeldung. Es wird gezeigt, wie eine russische Rakete in ein Kiewer Hochhaus trifft. Bestimmt träume ich. Das kann einfach nicht sein. Ich habe Berichte und Darstellungen der Kriege im ehemaligen Jugoslawien und in Georgien gesehen. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Schlafen kann ich nicht mehr. Ich habe keine Angst. Ich bin nur noch wütend. Sehr wütend. Auch auf mich selbst, weil ich nichts tun kann. Ich schreibe Kollegen in Russland. Sehe, dass ich nicht der Einzige bin. Viele meiner ukrainischen Kollegen schreiben auf ihren Facebook-Seiten und in den Kommentaren. Die Antwort ist Schweigen. Die Russen tun so, als würden sie nichts sehen. Ich kann es nicht fassen. Pavel Rudnev, russischer Theaterkritiker Nummer 1, schreibt über Stanislavski und Spezifika der Theaterkritik, wobei er unsere Kommentare, dass wir hier vernichtet werden, einfach ignoriert. Putins Zustimmungsrate ist seit Kriegsbeginn um 11% gestiegen. Ich nehme Beruhigungsmittel. Geh raus. Vielleicht hat ja doch irgendwo eine Apotheke geöffnet. Ich gehe in Richtung meines Theaters. Alle Apotheken sind zu. Die Stadt ist verstummt. Nur die schweigenden langen Schlangen vor den Lebensmittelläden. Als ich das Theater sehe, verspüre ich Erleichterung. Mein Heimattheater. Darauf unsere Flagge. Wie gut, dass ich hierher gekommen bin. Auf dem Rückweg treffe ich Oleg Stefan. Er trägt einen Rucksack. Er hat es nicht zu seinem Zug geschafft. Neben dem andauernden Beschuss haben in der Stadt Kämpfe gegen Sabotagetruppen begonnen. Alle Brücken sind gesperrt. U-Bahn dient nur noch als Schutzraum. Kiews linke und rechte Seite des Dnipro sind im Prinzip zwei voneinander getrennte Städte. Wir umarmen uns. Was für ein Zufall. Jetzt werden wir ständig Kontakt halten. Wir verabreden, am übernächsten Tag bei mir zu Hause seinen Geburtstag zu feiern. Allem und allen zum Trotz. Wir verabreden, dass wir uns dann Gewehre geben lassen, uns zur Territorialverteidigung melden. Mama, verzeih mir. Aufgeregt laufe ich nach Hause. Ich muss mich beruhigen und sammeln.
Dafür habe ich eine alte, zuverlässige Methode. Alles aufräumen, den Boden wischen, die Fenster öffnen und die Wohnung lüften. Noch einmal das schon gespülte Geschirr spüren. Davon wird mein Kopf immer klar und die Gedanken finden wieder ihren Platz. Gegen 1 Uhr mittags. Ich laufe nach Hause und öffne das Schlafzimmerfenster zum Lüften, schalte die Nachrichten an, räume auf. Mein Handy klingelt. Es ist mein Vermieter. Pavlo, was machst du da für einen Krach? Ein Nachbar hat sich wohl beschwert. Dieser Nachbar ist bei der Territorialverteidigung. Mein Vermieter sagt, dass der Nachbar mal bei mir vorbeikommen möchte, irgendetwas überprüfen. Ich habe nichts dagegen. Ich wohne schon fast ein Jahr hier und werde den Nachbarn bestimmt erkennen. Der Vermieter weiß, wer ich bin und was ich mache. Er und seine Frau waren auch schon bei mir im Theater. Voller Vertrauen und Liebe. Es klingelt. Ich öffne. Eine Gewehrmündung ist auf mich gerichtet. 3 Bewaffnete in Zivil, angeführt von meinem Nachbarn, halten die Waffe auf mich gerichtet und laufen durch meine Wohnung, suchen Saboteure, finden keine. Machen mir klar, dass ich die Fenster geschlossen halten soll, sonst könnte ich wohl irgendwen, wahrscheinlich Putin, Signale senden. Ich schließe die Tür hinter ihnen ab, mache das Fenster zu und verspüre zum ersten Mal Angst an diesem Krieg, eine tierische Angst. Mir wird schlecht. Ich liege nur da, den ganzen Tag über, den Abend und die Nacht. Es ist mir egal, dass es Luftalarm gibt. Die neue Realität betäubt mich von innen. Mir wird klar, dass diese Menschen, die ich reingelassen habe, alles richtig machen. In der Stadt ist Krieg. Alle suchen nach dem Feind. Alle, die eine Waffe in die Hand genommen haben, sind Helden. Und Punkt. Und ich bin Zivilist. Was bin ich schon? Ich mache nichts Nützliches, weiß nicht mal, was ich machen könnte. Danke, dass ich an dem Tag verstanden habe, dass ich mir kein Gewehr aushändigen lasse, dass ich mich nicht zur Territorialverteidigung melde. Ich kann das nicht, weil wir nicht die Schweiz sind. Verzeiht mir. Dreizehnter Tag, 8. März 2022. Die Verlassenen, ein Bühnenstück aus dem Leben. Handelnde Personen, ich, ein Mann, 45, 1,70, 68. Zivilist mit Rucksack, ganz in Schwarz. Eine Frau, etwa 70 Jahre, intelligentes Aussehen, kurzatmig übergewichtig. Beim Gehen stützt sie sich mit der linken Hand auf einen Gehstock. Allen Anschein nach leidet sie an Diabetes. Rusanivska Uferstraße. Vor dem letzten geöffneten Lebensmittelgeschäft im Viertel steht frierend eine lange Schlange. Außer den Menschen in der Schlange befindet sich kaum jemand auf der Straße. Abenddämmerung setzt ein. Mir ist gerade so zumute, weißt du, dass ich keinem etwas übel nehme. Ich will, aber ich kann nicht. An mir nagt etwas ganz anderes. Die Menschen. Mir tut es verdammt nochmal um die Menschen leid. Ich gehe auf die Straße oder komme aus dem Keller nach einem Luftangriff. Ich gehe herum, blicke die Menschen an, gewöhnliche Menschen ohne Waffen. Ich will sie retten, sie bedauern, ihnen verdammt nochmal etwas Nettes sagen. Freundliche Worte, zum Teufel für sie die Taschen tragen. Aus dem Lebensmittelgeschäft Silpo kommt schwerfällig, sich auf den Stock in der linken stützend und mit 2 schweren Lebensmitteltaschen am Arm die Frau. Sie hat es mit dem Einkauf zu gut gemeint. Sie spricht einen ukrainisch-russischen Sprachmix, Surschik.
Ich gehe ihr entgegen. Ich bleibe stehen, zögere, gehe weiter und an ihr vorbei. Wir beide gehen unsere Wege. Dann hole ich die Frau ein. Kann ich Ihnen helfen? Ich meine, tragen helfen. Die Frau blickt sich um, niemand ist sonst zu sehen. Sie drückt die Taschen an sich. Es geht schon. Sie ist so erschrocken, dass ich ganz verzweifelt bin. Ich sage dann irgendeinen Blödsinn. Haben Sie keine Angst, ich bin einer von den Guten. Die Frau erlaubt mir verunsichert, ihr die Einkaufstaschen abzunehmen. Ich wohne gleich hier. Ich habe es nicht eilig. Ich allein bin übrig geblieben. Die Familie ist raus? Ich habe nur noch meine Mutter in Lviv. Und warum fahren Sie nicht zur Mutter? Ach, ich fühle mich hier gerade besser. Aber die Mutter wird sich sicher besser fühlen, wenn ihr zusammen seid. Ja, aber hier rauszukommen ist nicht so einfach. Es sollen zuerst Frauen und Kinder. Ja, ja. Gestern habe ich mit meiner Tochter und Enkelin gegessen. Dann haben wir ein Taxi genommen hier zum Bahnhof Danitzki. Und ging es nicht? Eine Masse Menschen. Tochter und Enkelin haben es in den Zug geschafft, aber ich mit meinem Gewicht und meinen kranken Beinen. Die Leute haben mir nicht geholfen, im Gegenteil, weggeschubst haben sie mich. Ich bin hingefallen, danach kaum wieder auf die Beine gekommen. Das ist ja furchtbar. Tochter und Enkelin sind weg. Ich bin übrig. Aber ich bin so, so froh, dass sie nun in Sicherheit sind. Das ist das Wichtigste. Ach, es tut mir sehr leid. Es ist einfach ungerecht. Aber nein, ich fühle mich nicht verlassen. Aber die ganzen Menschen. Ich habe mein Leben gelebt. Die Leute sind verängstigt. Aber ich habe eigentlich keine Angst. Ich gehe einkaufen. Ein paar Wochen halte ich das schon aus. Nur das Gehen fällt mir schwer. Wir gehen schweigend weiter. Ich suche nach Worten, um das Gespräch nicht abbrechen zu lassen, finde aber keine. Ich schäme mich so, als hätte ich sie dort vom Bahnhof weggeschubst. Na, da sind wir. Ich trage die Taschen hinauf. Die Frau und ich stehen vor der Eingangstür. So, ich stelle die Taschen hier ab. Dann schließen Sie ruhig mal die Tür auf. Ich bin ja ein Fremder für Sie. Und wie heißen Sie? Pavlo. Pavel? Na sowas. Und ich heiße Vera Pavlovna. Vera Pavlovna hat Tränen in den Augen. Vera Pavlovna weint. Weinen Sie bitte nicht. Und ich dachte, ich bin allein, verlassen. Und da, sieh an, taucht ein Pavel auf. Sie, mein Papa hat dich geschickt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auch ich habe Tränen in den Augen. Vera Pavlovna und ich stehen da und weinen. Ich würde ihr so gerne sagen, ja, meine Tochter, das bin ich, dein Papa. Martin Kleefeld und Franka Schuller. Es geht jetzt gleich mit der Podiumsdiskussion weiter. Mich hat man gerade nicht gehört. Also Martin Kleefeld, Franka Schuller. Und hier ist eine Mini-Umbaupause. Ich habe jetzt noch eine Gänsehaut und ich glaube, das hat uns allen gezeigt, wie anders und wichtig einfach Kunst ist als Ausdrucksform. Und egal welcher Besatzer oder Aggressor, der kann das nicht kaputt machen. Im Gegenteil, ich glaube, was da entsteht, ist so kostbar und so wertvoll. Und ganz herzlichen Dank, dass wir das heute Abend hier haben. Und jetzt gebe ich an Johannes Vosswinkel weiter und an die Podiumsdiskussion. Ja, danke. So, meine Mitdiskutanten, Diskutantinnen bitte ich auf die Bühne. Alim, Miriam.
Ja, guten Abend nochmal. Mein Name ist Johannes Vosswinkel. Ich bin der Büroleiter des Kiewer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Notgedrungen natürlich derzeit hier in Berlin. Wir haben jetzt natürlich eine Art von Formatbruch. Nach diesem sehr beeindruckenden, teilweise ja auch bedrückenden szenischen Lesung. Jetzt gibt es ein Podiumsgespräch. Wir haben es von Anfang an relativ kurz geplant. Es liefert in einer gewissen Weise nochmal ein Echo, einen Hintergrund zu dem, was wir zuvor gehört haben. 45 Minuten, die aber umso kompakter. Im Grunde genommen müsste man ja das alles noch erstmal sacken lassen, was wir gehört haben. Aber wir setzen ein bisschen noch Informationen und Eindrücke dahinter. Es gibt ja danach noch die Möglichkeit, alles ein bisschen eben zu verdauen. Wir werden am Anfang, oder ich werde am Anfang einige Fragen an unsere Gäste stellen. Und danach gibt es auch gerne noch die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen. Dann öffne ich die Runde in die Breite. Es geht uns mit dieser Veranstaltung ja eben auch sehr stark darum, an die Krim zu erinnern. Denn Russland ist es in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen, ich meine jetzt gerade auch die Zeit vor dem Überfall auf die Ukraine, sehr gut gelungen, die Krim eigentlich wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein herauszubekommen, herauszulöschen. Und heute wissen wir, dass die Krim ja nur ein Auftakt war zu einem gewalttätigen Revirement dieser Nachkriegsordnung in Europa und eben die Ukraine, Europa im Grunde genommen die ganze Welt betrifft. Die Krim hat ja eine lange Geschichte auch mit Herrschaftswechseln gehabt, auch mit Ungerechtigkeiten, die damit verbunden waren. Um diese Geschichte, gerade auch um die Verletzung von Minderheitsrechten, die Verletzung von Menschenrechten, soll es heute Abend gehen. Erst im September, vergangenen September, hat ein Bericht der Vereinten Nationen Moskau massive Menschenrechtsverletzungen auf der Krim vorgeworfen. Und der Gerichtshof für Menschenrechte hat eine Klage der Ukraine gegen Russland in Bezug auf Menschenrechtsverstöße auf der Krim zugelassen. Gleichzeitig hat man aber gerade auch, wenn man in Deutschland lebt, zuweilen den Eindruck, dass man gar nicht genau weiß, was auf der Krim vor sich geht und wie dort die Menschen leben und leiden leider auch. Das wollen wir heute Abend auch ein bisschen verändern durch dieses Gespräch. Wir haben drei Gäste hier. Ich darf zuerst begrüßen einen Gast, der leider nicht kommen konnte. Es ist Tatjana Potschenschuk. Sie ist Vorstand des Informationszentrums für Menschenrechte, SMINA. Sie ist uns zugeschaltet. Ich hoffe, das klappt auch alles technisch. Sie hat an der Taras-Schewtschenko-Universität studiert. Ich grüße Sie. Hallo, jetzt sehen wir Sie auch. Hat an der Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew studiert, ist Kandidatin der Wissenschaften. Das Studium führte sie auch nach Harvard und an die Kiew-Mohyla School of Journalism. Sie arbeitet in den Medien, aber ist besonders stark dem Thema der Menschenrechte verbunden. Ich grüße Sie. Als zweiten Gast Alim Aliyev, den wir heute schon haben zuhören können, glücklicherweise hier bei uns. Da freuen wir uns sehr, dass es geklappt hat. Er ist stellvertretender Generaldirektor des Ukrainischen Instituts, sozusagen der kulturpolitischen Institution der Ukraine, ist engagiert beim Schriftstellerverband PEN, Mitbegründer einer Nichtregierungsorganisation mit dem Namen Krim-SOS, Menschenrechtsverteidiger, Kurator von auch gerade kulturellen Projekten und Journalist und Politikwissenschaftler. Er hat unter anderem übrigens auch am Kulturprogramm des Krim-Plattform-Gipfels, die Krim-Plattform als Versuch, die Krim überhaupt wieder auf die Tagesordnung auch in Europa zu heben, teilgenommen. Und ist Mitbegründer des digitalen Museums Tamirlar zu den Verbrechen am krim-tatarischen Volk 1944. Und als dritten Gast begrüße ich Miriam Kosmel. Miriam Kosmel ist seit 5 Jahren Senior Expert für Osteuropa bei der Bertelsmann Stiftung, Programm Europas Zukunft. Sie hat zuvor 9 Jahre lang als Projektleiterin bei der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, vor allem im Bereich Rechts- und Justizreform gearbeitet, denn sie ist Volljuristin und hat einen Mastertitel in Rechtswissenschaft für Völkerrecht und internationales Wirtschaftsrecht der Universität in Utrecht. Und sie kennt Kiew sehr gut, denn Miriam hat von 2012 bis 2017 als Büroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiew gearbeitet, zuständig für die Ukraine und für Belarus-Arbeit damals.
Gehen wir gleich in medias res. Ich würde ganz gerne als erstes Tatjana fragen. Wir haben ja heute auch in Einzelfällen gehört von Verhaftungen, von Vorurteilungen zu langfristigen Haftstrafen, von Bürgerjournalisten, von denen, die sich für die Menschenrechte und auch für Minderheitenrechte beispielsweise auf der Krim einsetzen. Wie weit ist überhaupt noch für Ihre Organisation ein Monitoring dort möglich auf der Krim? Und was können Sie auch mit Ihrer Organisation tun für diejenigen, die derartig von den russischen Staatsorganen repressiert werden? Vielen Dank und guten Abend aus Kiew. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören können. Unsere Organisation Human Rights Center SMINA arbeitet seit 2014 weiter auf der Krim. Und wir sind in der Lage gewesen, Daten zu erfassen über die schweren Menschenrechtsverletzungen, die Kriegsverbrechen, die über diese Jahre hinweg verübt wurden, der Druck, der ausgeübt wird. Wir arbeiten also vor Ort. Am 27. April haben wir unsere Webseite blockiert gehabt in der Russischen Föderation und auch auf der besetzten Krim. Das heißt, das betrifft nicht nur uns, sondern auch andere Menschenrechtsorganisationen, die versuchen, tatsächliche Informationen über die besetzte Halbinsel zu verbreiten. Sie werden geblockt in Russland. Wir sehen jetzt natürlich einen vollen Krieg gegen die gesamte Ukraine, angezettelt von Russland. Und es gab gerade eben einen Luftalarm in Kiew, kurz bevor wir jetzt angefangen haben zu reden. Das haben wir jeden Tag. Vor einigen Tagen gab es am Tage auch Luftangriffe. Dieser Krieg hat aber jetzt nicht erst begonnen. Begonnen hat er 2014. Und das Datum des Angriffs gegen die Krim steht auch im Handbuch der Soldaten auf russischer Seite, die uns angreifen. Sie versuchen natürlich, Straffreiheit für sich zu sichern. Solche Versuche gibt es in der Ukraine. Es gibt es genauso im Donbass, wo noch schrecklichere Gräueltaten verübt werden. Wegen dieser Straflosigkeit sehen wir eine neue Welle von Gewalt. Die Ereignisse werden immer furchtbarer. Das liegt daran, dass keiner zur Verantwortung gezogen wird, dass sie straffrei ausgehen können. Und dass die Russen sogar für ihre Kriegsverbrechen zu Hause in der Heimat mit Medaillen überhäuft werden. 5 a.m., Ukraine 5 Uhr morgens hieß das Stück und es ist eine symbolische Zeit für uns. Das ist die Zeit, wo üblicherweise die Durchsuchungen anfangen. Ganz besonders in den Familien der Krim-Tataren. Sie wurden üblicherweise geweckt vom FSB, die in ihre Häuser eindrangen und die Männer verhafteten. Das ist jetzt auch eine sehr dramatische Zeit für alle Ukrainer, denn auch wir alle insgesamt wurden am 24. Februar 5 Uhr morgens wach durch die Explosion. Ich wachte zu diesem Zeitpunkt auf in meiner Wohnung in Kiew und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir alle Beweismittel sammeln, all das erfassen, was während dieser russischen Aggression verübt wird. Und das sehe ich als meine Aufgabe. Wir haben eine Koalition ukrainischer NGOs gegründet. Wir nennen sie unsere 5 Uhr morgens Koalition. Hier arbeiten wir zusammen, um Verbrechen zu dokumentieren. 27 NGOs sind jetzt in dieser Koalition zusammen, meine Organisation ebenfalls. Nach dem 24. Februar haben wir 198 Fälle erfasst, wo aktive Mitglieder des Widerstandes in den besetzten Gebieten
in Saporija zum Beispiel, in Luhansk, in Donetsk und in anderen Bereichen, die von den Russen besetzt gehalten werden. Da gab es Entführung von Journalisten, von Freiwilligen, von Menschenrechtlern. Auch Bürgermeister und andere Vertreter der örtlichen Behörden wurden verhaftet. Viele von ihnen sind noch immer verschwunden. Man hat keine Nachricht von ihnen. Viele wurden gefoltert, auch Tötungen gab es. Das ist nichts Neues für uns. Wir wissen, dass es in der Krim genauso passiert ist. 44 Fälle von Verschwundenen haben wir. Lokale Aktivisten wurden entführt, Krim-Tataren wurden entführt und verschwanden. Und Menschen, die versucht haben, 2014 andere zu schützen, wurden von paramilitärischen Kräften entführt, die mit den Russen zusammengearbeitet haben. Am 15. März hat man festgestellt, dass einer der Aktivisten dann schon getötet war. 2014 war das erste Blut eines Krim-Tataren, das vergossen wurde. Wie es schon gesagt wurde, haben wir über 130 politische Gefangene auf der Halbinsel Krim, die von den Russen widerrechtlich im Gefängnis gehalten werden. Einige davon sind Journalisten. Alim Aliyev hat bereits darüber gesprochen, dass Bürgerjournalisten verhaftet werden. Die meisten von ihnen sind Krim-Tataren, die Solidarität üben mit allen, die auf der Krim leben. Und jetzt ist meine Kollegin Irina Banilovic hinzugekommen. Sie war sehr bekannt, hat sehr viel Informationen veröffentlicht auf ihrem Blog. Sie ist keine professionelle journalistische Arbeit mehr möglich auf der Krim. Das sind Leute aus allen möglichen Berufen, die heutzutage zur Kamera, zur Feder greifen und schreiben. Und Irina wurde am 29. April entführt. Wir wussten 30 Tage nicht, wo sie sich aufhält. Ihre Familie, ihre Anwälte suchen sie in Simferopol, in den Gefangenenlagern und in den Untersuchungsgefängnissen. Es gab keine Nachricht von ihr. Dann hat die russische Besatzungsbehörde gesagt, sie ist im Untersuchungsgefängnis in Simferopol und sie wird einer Straftat beschuldigt, die natürlich erdacht war. Und das ist das Schicksal von Bürgerjournalisten, die auf der Krim zu arbeiten versuchen. In den 8 Jahren haben wir uns eingesetzt als Organisation für politische Gefangene. Wir haben Informationen und Daten gesammelt. Wir haben Berichte veröffentlicht. Wir haben ausländische diplomatische Vertretungen, internationale Organisationen, die OSZE, den Europarat, alle informiert. Wir sehen jedoch, dass Putins Regime einfach alles vom Tisch wischt und einfach ignoriert. Sie befolgen keine Resolutionen, keine Empfehlungen internationaler Organisationen. Sie folgen nicht einmal dem Urteil, den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes. Eigentlich sind sie dort Mitglied und sind verpflichtet, die Entscheidung umzusetzen. Eigentlich hätten sie etwas tun müssen, sie tun es aber nicht. Deswegen rufen wir jetzt nicht mehr internationale Organisationen dazu auf, Russland zur Verantwortung zu ziehen. Das funktioniert nicht. Das Einzige, was noch funktioniert, leider, sind Waffen. Und es ist sehr wichtig zu sagen, es ist wichtig, dass die deutsche Gesellschaft das weiß, dass sie auch Militärhilfe leistet gegenüber der Ukraine. Ganz besonders die schweren Waffen werden jetzt notwendig, um unser Land zu befreien. Es ist jetzt die einzige realistische Art und Weise, vorzugehen gegen die Okkupation. Hier geht es nicht nur um Donbass, Luhansk und die Krim. Es geht
einfach darum, unser Volk zu befreien, das zur Geisel genommen wurde, das ins Gefängnis geworfen wird. Hier geht es nicht nur um die Krim. Wir hoffen, dass mindestens 450 politische Gefangene der Ukraine, die in Russland im Gefängnis sitzen, freigelassen werden und ebenso die Gefangenen, die politischen Gefangenen, die Belarus hat. Vielen Dank, Tatjana. Wir haben übrigens, Sie wissen, das ist eine deutsch-englische Übersetzung, deswegen lege ich manchmal einen kleinen Moment Pause ein. Ich fand es ganz wichtig, noch mal zu erwähnen, dass das russische Narrativ, das ja sozusagen die Wiedergewinnung der Krim aus russischer Perspektive, also die Annexion, von der man sagen muss, dass es eine zeitweise sein sollte und natürlich die Krim zur Ukraine gehört und gehören wird, aber dass diese zeitweise Annexion ohne einen einzigen Schuss, sozusagen ohne Blutvergießen, abgelaufen sei. Das ist natürlich nicht der Fall und Tatjana hat es eben noch einmal unterstrichen. Alim, Sie haben selbst gesagt, die Krim ist Ihre Heimat. Wenn Sie jemandem beschreiben sollten, was die Krim war vor 2014 und wie sie jetzt ist, worin würden Sie in deutlichen Zügen die Unterschiede der Entwicklung auf der Krim darstellen? Vielen Dank. Ich beginne mit einer Frage. Viele meiner Kollegen und auch unsere ausländischen Partner stellen diese Frage immer: Was passiert auf der Krim? Ich habe hier eine ganz einfache Antwort. Russland versucht, die Krim zu kolonisieren. Das hat Russland in den letzten 8 Jahren getan. Tatjana hat schon gesprochen von den Menschenrechtsverletzungen. Sie hat gesprochen über die Dutzenden politischen Gefangenen. Menschenrechtsaktivisten machen ein Monitoring. Sie konzentrieren sich auf über 3000 Fälle von Menschenrechtsverletzungen, die sie in den letzten 8 Jahren ermittelt haben. Diese Menschenrechtsverletzungen sind aber nur die Spitze des Eisberges. Darunter haben wir die Kolonisierung. Und was bedeutet Kolonisierung und wie wird Kolonisierung betrieben heutzutage? Zum Ersten wird militärisch aufgerüstet. Die in den 8 Jahren Besatzung auf der Krim wurde die Krim militärisch aufgerüstet. In diesen 8 Jahren gab es jede Menge Streitkräfte, Truppenbewegungen und Waffen werden auf die Krim gebracht. Heute ist die Krim ein ganz wichtiger Bestandteil der russischen Aggression gegen die Ukraine. Es gibt dort sehr viele Bomben, die stationiert sind auf der Krim und die heute in der Ukraine einschlagen. Wir haben auch eine Militarisierung des Bewusstseins. Das beginnt im Kindergarten, geht weiter in der Schule und wird fortgesetzt bis in die Universität hinein. In der Schule ist es so, dass man 8 Jahre lang paramilitärische Organisationen aufgebaut hat. Jun Armia, das heißt die junge Armee. Diese Jun Armia entwickelt die Agenda nach dem Vorbild eines russischen militaristischen Landes. Russland muss kämpfen, Russland muss gewinnen. Die Ukrainer, die Krim-Tataren, das sind die Feinde. Dann geht es weiter mit dem Aufbau von parallelen Strukturen. Sie wissen, dass die Krim-Tataren ihr Parlament haben, Majlis heißt das. Sie haben diese Vertretungsbefugnis immer ausüben können in der Ukraine. Heute ist es verboten. Russland versucht hier eine andere Organisation zu schaffen.
die russische Narrative wiederholt und die sie ausbreitet in der Gesellschaft der Krim-Tataren und auch unter den Ukrainern in der Ukraine. Heute sind das aber marginalisierte Geschichten, die wir zu erzählen haben. Was meine Arbeit betrifft, da geht es um Kultur und Identität. Warum ist das so wichtig? Weil die Ukraine und die Krim-Tataren haben eine sehr starke nationale Identität. Unser materielles und immaterielles Erbe passt nicht zur Kreml-Propaganda und deswegen wird dieses Erbe zerstört. Das ist der Palast in Bachchisaray zum Beispiel, ein Palast eines früheren Khans, ein ganz wichtiges Stück unseres kulturellen Erbes der Krim-Tataren. Dieser Palast ist heutzutage komplett kaputt gemacht worden. Er wird sozusagen restauriert. Dann geht es weiter mit der Sprache. Die Krim-Tataren haben ihre eigene Sprache. Es ist eine der bedrohten Sprachen und steht auf der UNESCO-Liste bedrohter Sprachen. 3% der Menschen auf der Krim können diese Sprache noch lernen. Es ist wieder so wie in der Sowjetzeit. Die Eltern organisieren selbstständig eigene Clubs, kleine Lerngruppen in ihrem Haus, um diese Sprache am Leben zu erhalten. Was die ukrainische Sprache betrifft, wir haben überhaupt keine Schule mehr auf der Krim, die ukrainisch unterrichtet. Und schließlich und endlich ist es so wichtig, jetzt darauf hinzuweisen. Sie haben während unserer Lesung gehört, dass viele unserer Helden in Usbekistan geboren sind. Auch ich wurde in Usbekistan geboren. Lassen Sie mich erklären, warum das so ist. 1944 wurden alle Krim-Tataren nach Zentralasien deportiert, nach Sibirien und in den Ural deportiert. Die Hälfte der Bevölkerung starb in den ersten Jahren dieser Deportation, dieser Zwangsumsiedlung. Ich habe aber auch schon von Kolonisierung heute gesprochen und das ist jetzt der dritte Versuch der Kolonisierung unserer Halbinsel Krim. Diese erste Kolonisierung begann schon im 18. Jahrhundert. Da wurde durch Katharina II. Die Krim erstmals besetzt. Davor war es so, dass 95% der Krim-Bevölkerung Tataren waren. Heute ist diese Zahl nur noch bei 13%. Dann kam an zweiter Stelle die Deportation und jetzt haben wir den dritten Versuch, uns zu unterdrücken. In den 8 Jahren russischer Besatzung wurden 50.000 Ukrainer abgeworben, Studenten, junge Akademiker, Künstler, Journalisten. Sie gingen weg von der Krim und gingen in die Ukraine. Aktivisten, Politiker, sie alle gingen weg. Wir haben aber jetzt auch eine umgekehrte Tendenz in den letzten 8 Jahren. Ist eine 500.000 neuer Leute gekommen, und zwar aus Russland, und hat sich niedergelassen auf der Krim. Ich denke, das beantwortet Ihre Frage, wie sich die Dinge verändert haben in den letzten 8 Jahren. Das ist das Beispiel der Bevölkerungspolitik als Das Beispiel der Bevölkerungspolitik als politisches Instrument kennen wir ja auch beispielsweise aus der sowjetischen Zeit, wo auch ganz bewusst Ansiedlungspolitik aus politischen Gründen betrieben worden ist. Ich habe ja gesagt, die Krim wurde vielleicht nicht mehr so sehr beachtet in den letzten Jahren, ist ein bisschen fast in Vergessenheit geraten. Miriam, wie ist das eigentlich in der deutschen Wahrnehmung? Wie schätzt Sie das ein?
Wie stark wurde die Krim in Deutschland, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft, wahrgenommen bis 2014 und vielleicht seit 2014? Gibt es da Veränderungen? Wie beobachten Sie das? Wahrnehmen ist so ein schwieriges Wort, weil es so unterschiedliche Dinge beinhaltet. Ich kann ganz direkt antworten, die Informationen über das, was auf der Krim geschah, waren da. Also man konnte wissen, was passiert. Das gilt sowohl für die Menschenrechtssituation, die Tatjana und Alim geschildert haben. Das gilt auch dafür, dass die Krim mit Ankündigung des Putin-Regimes hochgerüstet worden ist zu einer militärischen Festung. Das gilt auch dafür, dass ukrainische und unabhängige internationale Experten darauf aufmerksam gemacht haben, dass es inzwischen oder schon sehr schnell neue, moderne Waffen gab, dass es Kurz- und Mittelstreckenraketen gab, bis hin dazu, dass ab 2015 die Krim halt auch zu einem wichtigen Festungspunkt, Brückenkopf für den Syrienkrieg geworden ist und viele der Raketen, die eben in Syrien gelandet sind, von der Krim abgefeuert worden sind. Und jetzt bin ich bei dem anderen Aspekt von Wahrnehmung. Was macht man damit? Zieht man jetzt daraus Schlüsse? Und welche Schlüsse zieht man daraus? Und da haben sich eben in Deutschland diejenigen durchgesetzt in der Politik, die eben darauf gewettet haben, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, dass das nichts weiter bedeutet, dass die Folgen auf die Ukraine begrenzt bleiben. Nicht nur jetzt, also in dem Sinne, dass man schon an den Krieg gedacht hat, was man aus meiner Sicht, also das Risiko schwang mit, weil man hat ja bestimmte Dinge gesehen, die auch über die Krim hinausgingen. Man hat gesehen, dass Russland die Ölplattform zwischen der Krim und Odessa besetzt hat, also hat faktisch auch diese Außenwirtschaftszone der Krim annektiert. Russland hat die wichtige Schifffahrtsstraße durch die Meerenge von Kertsch erst durch die Brücke und dann darüber hinaus blockiert. Also das hatte Schäden massive für die Ukraine in wirtschaftlicher Hinsicht. Es hatte natürlich auch militärische Auswirkungen, weil Russland dadurch eine ganz andere Stellung in diesem wichtigen Raum des Schwarzen Meeres bekommen hat. Und das hat auch sich niedergeschlagen in den entsprechenden russischen Strategien. Also in der russischen Marinestrategie steht es schwarz auf weiß niedergeschrieben, welche Bedeutung man eben der Schwarzmeerflotte, also der hochgerüsteten, der aufgerüsteten und hochgerüsteten Schwarzmeerflotte zukommen lässt, wo man die überall einsetzen will. Es gibt Erlasse des russischen Präsidenten, wo das entsprechend wiederholt wird, wie man eben die operativen Fähigkeiten und auch die Kriegsfähigkeiten dieser Flotte sieht. Also man wusste es, man hat nur irgendwie darauf gesetzt, dass es bei der Ukraine bleibt, dass es in der Region bleibt, dass es bei Syrien bleibt. Also hat quasi darauf gewettet, dass es bei einem regionalen Krieg bleibt. War jetzt auch in den Reaktionen nicht so wirklich scharf. Ich erinnere an diesen Zwischenfall, als eben ukrainische Schiffe gestört worden sind und auch tatsächlich Seeleute festgenommen worden sind. Die hat man auch nicht freigelassen mit dem Verweis dann auf internationales Recht, sondern die waren ein Teil eines politischen Geschacheres, was auch mit einem Geiselfreibekommen aus der Ostukraine zu tun hatte. Also insofern antworte ich da sehr, sehr zwiegespalten und ich möchte das nicht als Besserwisserei verstanden wissen, aber man hat eben Dinge zur Seite gelegt, die durchaus gefährlich waren und ich möchte an Worte erinnern von einer Kollegin von Tatjana aus Kiew, der Menschenrechtsanwältin Sascha Matwitschuk, die 2014 erzählt hat von einem Gespräch mit einem Kollegen von Memorial aus Russland, der wiederum in Tschetschenien gearbeitet hatte und der ihr damals gesagt hat, jetzt kommt das, womit wir uns seit
den seit 1999 spätestens auseinandersetzen. Jetzt kommt dieses Herrschaftssystem, Tatjana hat die Willkür genannt, jetzt kommt dieses Herrschaftssystem zu euch und ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Und das ist geschehen und an uns alle, die wir darauf hingewiesen haben, das ist auch so ein Vorwurf, den ich mir mache oder eine Frage, die ich mir stelle, waren wir nicht vehement genug in dem Hinweis darauf, dass so etwas sich eben nicht begrenzen lässt auf eine Region, sei es Tschetschenien, sei es die Krim, sei es jetzt die Ukraine, sondern es betrifft uns noch nicht so unmittelbar. Wir haben jetzt noch nicht die Sirenen, von denen Tatjana aus Kiew spricht. Wir haben nicht die Situation, dass man jetzt an unsere Türen hämmert um 5 Uhr morgens. Aber es ist eine Illusion zu denken, dass es uns noch nicht betrifft. Yes. Das ist die Illusion, die am 24. Februar zerbrochen ist und diese Fragen, auch die sich damit stellen, was man da warum unterschätzt hat. Auch ich hätte manches nicht für möglich gehalten, was geschehen ist, ist natürlich eine Frage, die sehr umtreibt. Und in der Rückschau, wir haben das ja heute auch in den Lesungen und im Gespräch auch schon gehört, wird jetzt auf einmal klar, dass die Krim eben der Ausgangspunkt einer ganzen langen Kette von schrecklichen Handlungen ist und nicht nur ein, wie es damals schien oder wie vielleicht manche es damals gerne gehabt hätten, ein isoliertes, lokales Ereignis, das im Grunde genommen Europa des Weiteren dann nicht besonders betreffen wird. Das ist natürlich ein schreckliches Aufwachen, das da geschehen ist, aber genau das wollten wir eben auch noch einmal mit dieser Veranstaltung unterstreichen. Wie ist denn vielleicht die Frage an Alim, auch an Tatjana, wie ist denn die Wahrnehmung der Krim in der Ukraine? In der ukrainischen Bevölkerung gewesen und heute? Gibt es da auch eine Entwicklung und wie würden Sie die charakterisieren? Wenn schwierig ist, dann bestimmt. Ja. Alim, okay. Alim, falls. Mhm. Gut, ich fange an. Wissen Sie, wenn ich mich hier konzentriere auf die Lage auf der Krim, dann denke ich mitunter, dass Russland hier, die Gebiete besetzt haben, gedacht haben, dass die Einwohner auf der Krim Amnesie hätten, Gedächtnisschwund. Denn sie versuchen, da so dumme Propaganda auf der Krim zu verbreiten. Sie versuchen zu sagen, ja, die Ukraine, die UkrainerInnen, die sind alle Feinde. Aber die Menschen dort, die wissen noch, Tag der ukrainischen Unabhängigkeit, Freiheit für uns, Werte der Würde für uns, was das alles bedeutet. Und kein Druck, mit keinerlei Geld der Welt kann man diese Werte verändern. Und erst heute habe ich mit meinen KollegInnen, mit meinen FreundInnen gesprochen, mit sehr vielen Menschen auf der Krim, also tagtäglich spreche ich mit denen. Und die sagten mir, dass sie jetzt im Grunde genommen optimistischer sind. Die Krim könnte jetzt in einer nicht weit entfernten Zukunft zurückgegeben werden. Also vor einem Jahr gar noch. Da hätten Sie gesagt, Krim, ja, geht zurück, ist alles eine Frage der Zeit. Was ist wichtig an der ganzen Sache? Also in der Ukraine, der Krieg dort, da geht es nicht um allein nur die Ukraine und um Russland. Da geht es letztlich um alles
vorübergehende Besetzung von der Krim, frühen und Besetzung der Krim und dann im östlichen Teil der Ukraine, die Besetzung in Syrien hat es einen Krieg gegeben. Es gab die Propaganda auch in europäischen Ländern, in Nordamerika und in Bezug auf die Krim. Da wissen wir es über Einfluss auf die politische Lage in europäischen Ländern. Also letztlich betrifft dieser Krieg, alles ging aus von der Krim und dieser Kreis sollte sich auch schließen auf der Krim. Denn wissen Sie, was mir hilft, mit so vielen Tausenden Aktivistinnen zu kämpfen, das ist dieser Glaube, der besteht unter diesen Menschen an die Krim. Und sehr viele AktivistInnen, unsere BürgerInnen, all diese Grassroot-Bewegungen, die es gibt, all diese Menschenrechtsinitiativen, Kulturinitiativen, die sind uns dabei behilflich, die Identität zu bewahren, die Kultur zu bewahren und die Frage nach wie vor beantworten zu können, wer bin ich und warum ist die Ukraine mein Vaterland? Dankeschön. Tatjana, vielleicht können Sie auch ergänzen, Alim hat davon schon gesprochen, wenn man sich nun dieses repressive Regime in der Krim ansieht, welche Möglichkeiten haben Menschen denn da noch für ihre Rechte einzutreten? Gibt es sublime Formen des Protests? Gibt es andere Möglichkeiten, Ausdruck zu finden gegen die russische Staatsmacht? Und wenn, wie sehen die aus? Keine Möglichkeiten gibt es, seine Rechte in der Ukraine und auf der Krim zu verteidigen. Und die Lage insgesamt ist letztlich schlimmer mit all diesen starken Angriffen, die es gegeben hat von der russischen Föderation auf die Ukraine. Die Krim ist nun dreifach isoliert von der Ukraine, wenn Russland die Halbinsel 2014 besetzt hat und dann, als die Covid-Epidemie ausgebrochen hat, auch da kam es zu einer doppelten Isolation, wie alle Bewegungen, Verkehrsverbindungen. Letztendlich waren sie unterbrochen, sie waren sehr stark eingeschränkt aufgrund von Covid-19, aufgrund der Besonderheiten, die damit einhergegangen sind. Und all diese 2 Jahre dieser Einschränkungen in Bezug auf Covid haben wir durchgemacht und dann kam es zu diesem militärischen Eingriff und es ist nicht mehr möglich, zur Krim zu gelangen und die Lage vor Ort ist letztlich schlimmer geworden. Die Krim-EinbürgerInnen hören all diese Propaganda und da gibt es diese Angriffe, Raketen, die in der Ukraine fallen mit russischer Munition und es gibt diese neue Kriegswelle, die aufkommt. Es hat sehr starke Propaganda gegeben in der Krim, in den sozialen Netzwerken. Da hat es sehr viele Unterstützungskampagnen gegeben für Putin und auch russisches Militär. Und man hatte festgestellt, auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln,
Auf den Krankenwagen gab es diese Anzeigen. Es gab eine starke Welle neuer Militarisierung. Und in den Schulen auf der Krim, wo die Kinder unterrichtet werden, da bekommen sie gleich diese russischen Werte beigebracht und sollen den russischen Soldaten danken für diese großartigen Leistungen in dem Krieg. Und es gibt die Krim-BürgerInnen, die da seitens der russischen Armee gekämpft haben, und einige sind davon auch schon umgebracht worden. Ein Soldat ist nur 20 Jahre alt. Er war ein 12-jähriges Kind, als Russland die Krim besetzt hat in 2014. Es ist nun auch ein Problem, wie ich mit den ganzen Online-Websites, die blockiert worden sind, all diese neuen Wellen von Angriffen. Und wenn man nun das auch vernimmt, Soldaten werden von FSD eingeschüchtert, sollen nicht erzählen, was ihnen widerfahren ist, sollen es gar nicht den engsten Familienangehörigen sagen. Und es wird gedroht, ansonsten kommt man vor ein Kriegsgericht, weil man Kriegsgeheimnisse verraten hat. Es gibt weitere Spannungen überall. Und ja, was auf der Krim geschehen ist vor 8 Jahren, das wiederholt sich nur, aber das mit zweifacher, sogar dreifacher Härte. Bewundernswerter, dass es eben noch Protest gibt, dass es auch Anwälte gibt, beispielsweise, die in diesen aussichtslosen Verfahren vor Gericht diejenigen, die angeklagt sind, vertreten. Wir haben ja heute szenische Lesungen gesehen. Kunst als ein Ausdrucksmittel für das, was Menschen angetan wird, welche Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Ist das ein geeignetes Mittel, und worin ist es gerade besonders stark, die Botschaft von der, beispielsweise von der Unterdrückung auf der Krim zu transportieren? Ich finde, es ist ein sehr geeignetes Mittel, weil es einem, auch wenn man nicht vor Ort ist, die Situation derer, die dort gequält werden, unmittelbar vor Augen führt. Also es schafft eine Form der Nähe, die ein Text, ein Bericht so nicht vermitteln kann. Es ist ja der Moment, wenn man beispielsweise Zahlen in der Zeitung liest, ist es das eine. Aber es wird natürlich sehr persönlich Man kann sich identifizieren damit. Ich fand das sehr eindrucksvoll heute. Deswegen war das natürlich in gewisser Weise auch eine rhetorische Frage von mir. Wir haben jetzt schon relativ viel gesprochen. Wir haben Mikrofone vorbereitet, sozusagen ein englischsprachiges, ein deutschsprachiges, je nachdem, in welcher Sprache Sie eine Frage stellen möchten. Und ich würde gerne Ihnen die Möglichkeit geben, auch an die Teilnehmer unseres Gesprächs heute eben Ihre Frage zu richten. Gibt es denn jemanden, der tatsächlich etwas fragen möchte, dann werden wir ein Mikrofon herbeitragen. Ist ein bisschen schwer zu sehen, aber ja, dort hinten. Bitte sehr, Ihre Frage. Ja, Wolfgang Templin, das ist eine Mischung aus Frage oder auch Bemerkung zu Miriam Kosmel, mit der ich weitgehend übereinstimme. Aber ich bin an dem Punkt etwas selber in der eigenen Frage mit der Vehemenz. Ich sehe nicht, dass eine ganze Menge, die ich auch hier erlebe, es in diesen Jahren an der Vehemenz haben fehlen lassen, an der Deutlichkeit darauf hinzuweisen, wenn wir es an etwas haben fehlen lassen. Und ich habe mir vorgenommen, das in der Zukunft nicht mehr zu tun, dann genau genug hinzusehen, was eigentlich löst diese Zurückhaltung, dieses Nicht-Sehen-Wollen. Heute spricht man, wir hatten Illusionen, wir haben uns etwas vorgemacht. Ich glaube, dass eine ganze Menge deutscher Beteiligter aus der Politik, aus den Eliten, aus der Wirtschaft, die genug Informationen hatten, die hatten Interesse, so zu handeln, wie sie gehandelt haben.
nicht nur zu verdrängen. Die hatten Interesse, dem Publikum und den vielleicht Halbeingeweihten etwas vorzumachen. Da war immer der Klang dabei, na, gib doch endlich Ruhe. Das sind Realitäten. Die Ukraine soll sich doch, wenn sie sich zum Beispiel auf den Minsk-Prozess konzentriert und dann etwas für sich gewinnen will, mit der Krim abschließen. Irgendeinen anderen Modus, wie Wendy, zu finden. Das habe ich parteiübergreifend gehört. Das habe ich aus der Großen Koalition damals gehört. Das habe ich bis hin zum Außenminister gehört. Nur wir haben uns gescheut. Das sage ich. Wir haben uns zum Teil gescheut, auf die Akteure zuzugehen und zu sagen, ihr seid Berufspolitiker, ihr haltet hier Fensterreden, ihr versucht uns mit einzubinden in diese Form von Realismus und Zurückhaltung, die ihr predigt. Und dann, wenn es soweit ist, der 24. Februar kommt, dann ist ganz schnell das Wort von der Zeitenwende, nun machen wir alles anders. 3 Monate später kriege ich wieder mit. Hinter den Kulissen wird daran gearbeitet, der Ukraine etwas anzubieten, etwas nahezubringen, realistisch zu sein. Die Sache der Krim wird sich so schnell, bin ich auch der Meinung, nicht lösen lassen, aber dann doch wieder auf einen Kompromiss, auf eine Zurückhaltung, ein Zurückschrauben der eigenen Forderungen einzugehen, was deutsche Interessen, und das sage ich, deutsche Interessen in anderer Weise bedient, allerdings Interessen, die ich nicht teile. Wirtschaftlicher Art, Elitenaustausch. Viele vermissen doch, dass man Russland nicht mehr als Partner hat. Wie opulent waren doch die Empfänge. Ich denke, die Stimmen, aber vielleicht, dass Miriam Kosmel entweder sagt, nee, ich übertreibe hier, oder sagt, eigentlich ist es vielleicht doch so. Bitte. Ja, Miriam. Die Stimmen sind wahrscheinlich da, nur im Moment sind sie etwas leiser und können sehr schnell wieder laut werden, die Stimmen, die Herr Templin genannt hat. Ich möchte Ihnen gar nicht widersprechen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass einige Leute gedacht haben und vermutlich jetzt auch immer noch denken, dass sich ein solcher Krieg begrenzen lässt. Und das glaube ich eben nicht, sondern dass man das immer strategisch denken muss und dass man damit letztendlich auch, selbst wenn man interessengesteuert denkt, jetzt gegensteuern müsste dringend. Ja, noch eine Frage hier vorne und hier. Danke, ja, ganz herzlichen Dank für den Abend insgesamt, wo sich Kunst, Gefühl, Verstand, historische Wahrheit sehr gut verbindet. Ich will das von Wolfgang Templin ergänzen mit dem ganz einfachen Hinweis als Aufgabe der Böll-Stiftung oder allen, die hier beteiligt sind. Ich glaube, es lohnt sich, die Protokolle der Münchner Sicherheitskonferenz spätestens seit 2015, eventuell auch schon spätestens seit 2011, wo der Syrienkrieg begann, sich genauer anzugucken. Mir ist im Gedächtnis eine Rede von Angela Merkel beziehungsweise eine Geste von Angela Merkel es war anscheinend sogar schon 2015 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie Poroschenko, der zur Solidarität mit der Ukraine und auch natürlich wegen der Besetzung der Krim aufruft, damit auf eine ziemlich stupide und dreiste Art abweist und sagt, ich habe auch 28 Jahre gewartet. Diese Geste fand ich empörend und ich habe nichts dazu in den deutschen Medien gefunden, keine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit. Ich fände es wichtig, dass Historiker und Politologen und die jetzt alle sagen, wir haben uns geirrt und anscheinend hat niemand es vorhergesehen und anscheinend hat niemand eure Fakten angeblich zur Kenntnis nehmen können, dass wir da genau hingucken. Wir sollten uns auf jeden Fall zum Minsker Prozess, zu dem, was die OSZE auch nicht geschafft hat, das müssen wir uns angucken, weil es eine, wie du richtig sagst, eine internationale Aufgabe und ein internationaler Krieg ist. Danke.
eine Frage vorne, auch in der ersten Reihe. Becker? Mhm. Guten Abend, besonders an die ukrainischen Freunde. Vielen Dank für diesen Abend an die Böll-Stiftung. Ich habe mich sehr lange Zeit als Europaabgeordnete mit der Ukraine und den Entwicklungen seit 2004 bis heute beschäftigt. Und mich interessiert an solchen Abenden wie heute in Deutschland seit Beginn des Angriffskrieges, des offenen großen Angriffskrieges, sehr stark, ob die deutsche Gesellschaft in der Lage sein wird, ihre, wenn man es hart sagt, teilweise Kollaboration mit der Vorbereitung dieses großen Krieges zu erkennen. Weil ich denke, dass es in Deutschland eine sehr große Verantwortung, fast schon kollektive Verantwortung gibt dafür, dass zwei große russische Propagandalügen sich etablieren konnten. Die erste Lüge war, dass, und die stand lange im Vordergrund, die erste Lüge war, dass der Krieg im Donbass ein Bürgerkrieg gewesen ist und dass da Separatisten am Werke waren, die ist in den Minsker Abkommen eigentlich richtig verankert worden. Man hat Russland rausgenommen aus der Verantwortung einer Kriegspartei. Und die zweite große Lüge war, dass die Krim eigentlich schon immer russisch gewesen ist. Auch diese Lüge ist sehr erfolgreich etabliert worden und hat so, also dadurch, dass das so etabliert worden ist, dazu geführt, dass in der deutschen Gesellschaft nur ein Teil sich mit der Realität dessen passiert hat, was auf der Krim passierte. Die Militarisierung, die beschrieben worden ist, war ja eine eindeutige Kriegsvorbereitung. Die Militarisierung der ganzen Schwarzmeerregion, eine militärische Dominanz, die Russland vorbereitet hat, war eine eindeutige Kriegsvorbereitung. Und wenn jetzt heute immer wieder gesagt wird, dass wir überlegen müssen, wie das alles hat kommen können, dann gehören diese beiden großen Themen unbedingt in diese deutsche Aufarbeitung einer kollektiven Verantwortung für das Nicht-Hinschauen, für das ganz bewusste Wegsehen. Aber vielen Dank für diesen Abend. Ich finde auch toll, dass Marina Schubert und andere das gemacht haben, obwohl wir uns den Abend ganz anders vorgestellt hatten, als die Vorbereitung losging, weil ja tatsächlich die Besetzung der Krim ein Prolog auf das ist, was wir heute sehen. Also danke an euch alle. So, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen. Ich würde vielleicht noch eine Frage zulassen, weil ich dort eine Wortmeldung noch hinten sehe. Guten Abend. Ich möchte euch allen bedanken, dass ihr endlich mal seht, dass die Ukraine freies Land ist, dass der Krim auch zu Ukraine gehört. Und wir haben uns alle Ukrainer, die hier auch sind, sehr gehofft, dass alle Augen aufmachen und sehen, dass Russland ist der Angreifer und dass die sich von nichts scheuern und die lügen von Anfang an. Und dass man nicht glauben sollte, was sie sagen, ja, Ukraine hat doch alles angefangen, stimmt nicht. Ukraine ist ein freies Land, ist ein friedliches Land und sollte auch frei sein. Danke euch. Ja, das war ein sehr beeindruckender Abend in den szenischen Lesungen. Jetzt nochmal ein sehr auch selbstprüfendes inhaltliches Gespräch. Ich würde jetzt sogar sagen, damit man das noch ein bisschen verarbeiten kann und besprechen kann auch, beenden wir dieses Podiumsgespräch. Es wird ja gleich noch die Möglichkeit geben, sich auch sozusagen bilateral zu unterhalten. Ganz vielen Dank an Tetjana, ganz vielen Dank an Alim, an Miriam für die Teilnahme. Wir haben es, wie gesagt, etwas kompakter gehalten. Jetzt wird unten dann noch die Möglichkeit sein, bei einem Empfang alles Weitere zu besprechen. Ich möchte, damit wir das nicht vergessen, einen ganz großen Dank an die Dolmetscherinnen ausrichten, die
die ein hartes Stück Arbeit hatten. Großen Dank auch an die Technik. Das ist nicht alles so einfach, hat aber wunderbar geklappt. Und natürlich an alle anderen, die beteiligt waren an der Organisation. Und ich darf Sie jetzt bitten, wenn Sie mögen, die Treppe runterzugehen, unsere berühmte Schäfchentreppe, und dann rechts noch gerne ein bisschen den Abend zu besprechen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Thank you.